So, nun kommen wir zum wahrscheinlich traurigsten Gewinner im Tierheim in Polen. Das ist der liebe Rex. Langzeitinsasse seit 2016. Das heißt, er ist mindestens schon 8 Jahre im Tierheim. Circa 2014 geboren. 2 Jahre alt und dann ins Tierheim gekommen. Super. Okay, ist ein Mischling, groß, mittelgroß, Kastration, ich denke mal schon, ja, steht nichts dabei, aber ich denke mal schon. Rex kam am 18.03.2016 gemeinsam mit einer Hündin, die zum Glück, die schon lange ein Zuhause gefunden hat, zu uns ins Tierheim. Das Haus der Hundebesitzer brannte fast vollständig nieder und sie konnten ihre Hunde nirgendwo unterbringen. Naja, Rex ist ein eher unsicherer Hund. Zeit braucht, einer neuen Person zu vertrauen, kann ich mir vorstellen. Er ist leinenführig, aber oft darf er frei auf dem Tierschutz-Tierheim-Gelände laufen. Am guten Auslauf, muss ich sagen, auch drumherum, die Parkplätze, alles abgesichert, Zäunen. Wobei er sich nie weit weg von seinem Zwinger entfernt. Ja, der Zwinger ist ein Schutzraum. Wir wissen, dass er mit Hündinnen verträglich ist, das ist schon mal gut. Wie es mit Rüden ist, habe ich noch nicht getestet. Schade, nach den ganzen Jahren. Er ist ein Hund, mit dem noch viel gearbeitet werden muss. Ja, wenn er die ganze Zeit im Tierheim ist, kennt er leider nicht viel. Ne? Darum sind seine Adoptionschancen bei uns gleich null. Ne? Nach nunmehr 8 langen Jahren bei uns sollte er endlich eine Chance bekommen. Das hat er mehr als verdient. Sehe ich auch so. Schöner Hund. Ja, schwarze, große Hunde haben leider immer schwer. Aber schönes Gesicht. Sieht aus wie unsere Diema, die wir mal hatten. Das könnte Diema sein, genau. Danke, Katharina und Monika, die Rettungspaten. Kleines Video von Rex. Der hört ja auch und kommt mit dem Tierheim Leuten gut zurecht. Ja, gut, hier ist natürlich viel Krach, klar. Aber lieber Hund, wirklich lieber Hund, schön, schön zu sehen. Ja. Natürlich aufgeregt, die ganzen anderen Hunde und drumherum. Die bellen alle, die denken, was darf der raus und wir nicht. Das geht natürlich, dieser Zwinger ist ein Schutzraum, klar, kann ich mir vorstellen. Okay. Oktober 22, Nachtrag zu Rex. Rex ist weiterhin sehr, sehr scheu und hat selbst zu den Tierheim-Mitarbeitern keinen echten Bezug. Schade. Schöner Hund. Der muss jemand haben, der ihm wirklich zeigt, er braucht keine Angst zu haben. Die Menschen sind gut. Deutschland hätte es auf jeden Fall einfacher. Ist natürlich ein großer Hund, ein schöner Hund, ein schwarzer Hund. Rex, ich hoffe, du findest jemand. Vielleicht sieht jemand das Video und denkt, ach, schöner Hund. Da könnte ich mit lernen, mit arbeiten. Der gefällt mir gut, dem gebe ich eine Chance. Also Rex, Daumen hoch, kriegst du hin. Ciao.